Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Bundestagswahlcheck. Ja, richtig gehört, am 24. September finden die Bundestagswahlen statt. Und wir vom E-Team haben uns überlegt, wir wollen gerne mal mit den Direktkandidaten sprechen, der Parteien. Einfach um zu erfahren, was stehen denn so in den Parteiprogrammen drin. Denn mal ehrlich, wer schafft es denn, diese 50, teilweise auch 100 Seiten starken Parteiprogramme durchzulesen? Deshalb kurze und knackige Videointerviews. Heute haben wir uns dazu eingeladen, Thorsten Ahrens von der Partei Die Linke. Thorsten Ahrens ist 49 Jahre alt, in Bremervörde in Niedersachsen geboren. Er kam dann zum Studium nach Görlitz, hat hier Sozialpädagogik studiert, das auch abgeschlossen 2000. Hat dann in verschiedenen Bereichen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit auch gearbeitet als Sozialpädagoge. Und seit 2014 ist er Betriebsrat beim Deutschen Roten Kreuz. Seit 1998 ist er aktiv in der Partei Die Linke und da auch kommunalpolitisch als Stadtrat. Und warum er jetzt in den Bundestag möchte und was so seine zentralen Themen sind, das werden wir hoffentlich von ihm erfahren. Hallo Thorsten Ahrens, hallo Otto. Ja, guten Tag Herr Ahrens, auch von meiner Seite jetzt nochmal. Sie sind jetzt hier im Speicher, unserem Jugendtreff. Genau, Sie machen ja gerade sozusagen Wahlkampf. Ist das sehr stressig für Sie oder? Ja, das ist schon stressig, anstrengend, aber auch sehr schön und spannend, weil ich ja fast jeden Tag neue Leute kennenlerne, mit ihnen über unsere Politik reden kann. Das ist auch sehr schön. Sie sind ja geboren in einem kleinen Dorf in Niedersachsen und sind dann nach Görlitz gekommen aus irgendeinem Grund. Welcher Grund war das und wie geht's Ihnen jetzt dabei? Ja, das war ein beruflicher Grund. Ich habe zuerst nach der Schule eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann mein Fachabitur nachgeholt und bin dann zum Studium der Sozialarbeit nach Görlitz gekommen und dann auch hier geblieben, weil ich familiäre Bindungen dann hier aufgebaut habe und die Stadt auch wirklich interessant finde. Okay, Sie treten ja an als Direktkandidat für die Linke. Wie schätzen Ihre Chancen ein, dass Sie das Direktmandat bekommen, sage ich mal? Naja, in Sachsen bekommt man ja, wenn man nicht für die CDU kandidiert, das Direktmandat nicht geschenkt. Aber in der Vergangenheit habe ich auch noch nicht kandidiert gegen die anderen Kandidaten und ich denke, diesmal wird es besser laufen. Das klingt auch sehr optimistisch. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt ein kleines Spiel sozusagen machen. Können Sie kurz ziehen? Okay, ich hoffe, das ist etwas, das mir gefällt. Ja. Okay, wir kickern. Das ist sehr schön. So, Herr Ahren, standen Sie schon mal an dem Tischkicker? Ja, lange her, als ich mein Praktikum im Studium der Sozialarbeit gemacht habe. Ja, kurz zum Regeln. Wir können eigentlich alles machen, außer durchdrehen. Das ist hier nicht erwünscht. Ich würde sagen, fangen wir einfach an und stellen noch eine Frage. Und zwar auf einem Ihrer Wahlplakate steht kompetent, gerecht und was stand da noch drauf? Unbequem. Unbequem, genau. Was macht Sie kompetent und unbequem? Und gerecht. Ja, gerecht ist mir das Anliegen, das sich quasi durch die ganze Arbeit durchzieht. Kompetent macht mich, dass ich in vielen Themenfeldern fit bin. In der Kommunalpolitik, als Vater in der Bildung, als Betriebsrat und Mitglied im DRK, in der Pflege und in den Kindertagesstätten. Und unbequem bedeutet, dass ich mich nicht scheuen werde, auch unangenehme Themen zu behandeln. Ja, das war ein doch relativ schnelles 2-1, würde ich denken. Wir können jetzt noch mal kurz aufs Sofa setzen. Ich habe noch ein, zwei Fragen und dann sind wir auch fast fertig. Okay. So, Herr Ahrens, ich habe noch eine Frage, die, glaube ich, ganz interessant sein könnte. Und zwar in eurem Wahlprogramm steht ja drin, dass ihr das Bildungssystem grundsätzlich reformieren wollt. Was bedeutet das genau? Ja, das bedeutet, dass wir mehr Bildungsgerechtigkeit wollen. Das heißt, die gleichen Startchancen im Bereich der Bildung für alle, unabhängig vom Einkommen der Eltern und vom sozialen Status der Eltern. Wir brauchen eine andere Besetzung in den Schulen, nicht nur Lehrer, sondern wir brauchen Teams, die breiter aufgestellt sind, Sozialpädagogen, Psychologen
Und wir brauchen vor allen Dingen eine Debatte darüber, dass Bildungspolitik endlich bundeseinheitlich gestaltet wird und nicht mehr, wie das jetzt der Fall ist, in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt wird. Das hast du abschließend... Tut mir sehr leid, das ist mir jetzt super peinlich. Ich will das hier nicht, junger Mann. Sie haben jetzt noch ungefähr 30 Sekunden Zeit, um die drei wichtigsten Punkte Ihrer Meinung nach aus dem Wahlprogramm vorzustellen. Und habe ich hier einen Timer natürlich. Und können wir starten. Meinst du? Und los geht's. Okay, also die Linke ist die Partei der sozialen Gerechtigkeit, des Friedens und der Demokratie. Das heißt, wir wollen Rüstungsausgaben senken und das Geld, das wir dadurch einsparen, dafür einsetzen, um mehr demokratische Teilhabe zu ermöglichen und mehr soziale Gerechtigkeit. Das heißt, wir sind die Robin Hood-Partei. Wir nehmen den Reichen etwas und wollen es den Armen geben. Was das? Jo. Oh, sportlich. 25 Sekunden. Ja, da würde ich mich jetzt von Ihnen einfach verabschieden. Dankeschön. Hand, ja, immer wieder gerne. Und würde nochmal an Daniel Sauer das Mikrofon abgeben für ein paar Abschlussworte. Ja, vielen Dank auch an Herrn Ahrens und Otto. Sehr gut, hat mich sehr gefreut. Checkt einfach raus unsere Facebook-Fanpage vom A-Team. Da findet ihr noch mehr Informationen über die Partei Die Linke, wenn ihr da noch ein paar nachlesen wollt über das Wahlprogramm. Ansonsten bleibt dran, checkt die Seite, denn es folgen noch Videos von den anderen Direktkandidaten. Vielen Dank, bleibt dran, ciao.